Dann wollen wir jetzt in die Tagesordnung einsteigen. Tagesordnungspunkt 1 ist die Fragestunde. Das Verfahren kennen Sie, muss ich nicht dreimal erläutern. Noch gibt es zu Protokoll, was hier steht. Gut. Dann rufe ich auf die Frage 431. Das ist der Kollege Thorsten Warnecke. Thorsten, wo ist der? Wo sitzt er? Ja, gut. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf die Landesregierung fragen, wann ist mit der grundhaften Erneuerung des Teilstücks der Landesstraße 3341 zwischen Erdmannrode und dem Abzweig zur Landesstraße 3170 zu rechnen? Der Wirtschaftsminister hat das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, für die Erneuerung des Teilstücks der L3341 zwischen Erdmannrode und dem Abzweig zur L3170 hat sich im Rahmen der Fortschreibung der Sanierungsoffensive bis 2025 keine Vordringlichkeit gegenüber anderen Erhaltungsmaßnahmen ergeben, sodass diese Maßnahme nicht Bestandteil der Sanierungsoffensive 2016 bis 2025 ist. Sollte sich der Fahrbahnzustand des Streckenabschnitts in der nächsten Zeit schlechter entwickeln als angenommen, wird Hessen Mobil diesen erneut fachlich bewerten und gegebenenfalls bei der Aufstellung des jährlichen Landesstraßenbauentwurfs berücksichtigen. Die Sanierungsoffensive sieht für diesen Fall einen finanziellen Puffer vor. Selbstverständlich wird bis zur Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen die Verkehrssicherheit seitens Hessen Mobil im Zuge der Aufgabenwahrnehmung im Straßenunterhaltungsdienst sichergestellt. Danke sehr. Zusatzfrage, Kollege Warnecke. Herzlichen Dank, verehrter Minister Al-Wazir. Jetzt habe ich eine Frage. Wie hoch ist denn der finanzielle Puffer, den Sie noch in Ihrem Haushalt haben? Wissen Sie das zufällig? Herr Minister. Also der Landesstraßenbauetat beträgt ja, das wissen Sie, 124 Millionen Euro. Davon sind wir ungefähr bei 90% Sanierungsmaßnahmen. Und Sie finden im Internet, das kann ich Ihnen auch sagen, www.wirtschaft.hessen.de unter Sanierung im Straßenbau unsere jeweiligen Vorstellungen, auch die Liste. Wir haben, das kann ich Ihnen sagen, eine zusätzliche Mittel eingeplant für die 465 Maßnahmen, die wir jetzt aufgenommen haben, von 325 Millionen Euro. Dann gibt es Abfinanzierungen von Projekten, die noch laufen. Und daraus entwickelt sich dann irgendwo der Puffer. Aber das kann ich Ihnen an dieser Stelle, also am Ende geben wir ungefähr 90% des Gesamten für Sanierungsmaßnahmen aus. Danke sehr. Weitere Zusatzfrage, Kollege Warnecke. Vielen Dank, Herr Minister. Nur damit kein Missverständnis entstand. Es lag die Vermutung jetzt nahe. Also stimmen Sie mit mir überein, dass die Vermutung nahegelegt wurde durch Ihre Aussage, dass Sie noch einen Betrag, einen festen Betrag im Hintergrund hatten, den Sie für solche Maßnahmen direkt verwenden können? Herr Minister. Also, Herr Warnecke, ich sage es Ihnen mal so rum, und zwar rückschauend, das ist immer ganz gut. Im Haushalt 2020, also des abgelaufenen Jahres, standen insgesamt 132 Millionen Euro bereit. Von denen gingen 8 Millionen ins Radwegebauprogramm, 12 Millionen in sogenannte Kleinprojekte, 7 Millionen in sogenannte sonstige Projekte. Dann gab es 4 Millionen Neubeginne, Landesanteile bei KIM-Projekten, 48 Millionen für gebundene Mittel für die laufende Sanierungsoffensive, 36 Millionen für die Fortschreibung der Sanierungsoffensive und 17 Millionen für die Instandhaltung von Bauwerken. Das ist alles keine Geheimunterlagen, das finden Sie auf unseren Internetseiten. Und da können Sie dann sehen, sozusagen, wie sich das aufteilt. Und ja, wir haben einen Puffer, weil, wie heißt es so schön, im ersten Kapitel jedes Lonely Planet Reiseführers, good places go bad, bad places go bankrupt. Manchmal hat man eine Situation, dass auch Straßen sich verschlechtern und dann muss man kurzfristig noch eingreifen und genau das tun wir. Danke sehr, Herr Minister. Keine weiteren Zusatzfragen, dann
Frage 432, Kollege Warnecker, bitte. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich darf die Landesregierung fragen, wann ist mit der grundhaften Erneuerung des Teilstücks der Landesstraße 3431 zwischen Hilperhausen und dem Abzweig Rossbach, Landesstraße 3432, zu rechnen? Herr Minister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, für die Erneuerung des Teilstücks der L3431 zwischen Hilperhausen und dem Abzweig Rossbach an der L3432 hat sich genau wie bei dem vorhergehenden Teilstück, das Sie gefragt haben, im Rahmen der Fortschreibung der Sanierungsoffensive bis 2025 keine Vordringlichkeit gegenüber anderen Erhaltungsmaßnahmen ergeben, sodass diese Maßnahme nicht Bestandteil der Sanierungsoffensive 2016 bis 2025 ist. Sollte sich der Fahrbahnzustand des Streckenabschnitts in der nächsten Zeit schlechter entwickeln als angenommen, wird Hessen Mobil diesen erneut fachlich bewerten und gegebenenfalls bei der Aufstellung des jährlichen Landesstraßenbauentwurfs berücksichtigen. Die Sanierungsoffensive sieht für diesen Fall einen finanziellen Puffer vor. Selbstverständlich wird bis zur Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen die Verkehrssicherheit seitens Hessen Mobil im Zuge der Aufgabenwahrnehmung im Straßenunterhaltungsdienst sichergestellt. Und ich füge hinzu, Herr Abgeordneter, wenn Sie sich mal das Landesstraßennetz im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, um den Sie sich ja verdienstvollerweise besonders kümmern, anschauen, dann stellen Sie fest, dass wir im Rahmen der Sanierungsoffensive seit 2016 16 Projekte im Landkreis Hersfeld-Rotenburg saniert haben. Wir haben zusätzlich im Rahmen der Fortschreibung der Sanierungsoffensive 25 Projekte als prioritär eingestuft und zusätzlich noch 14 Projekte aus der Sanierungsoffensive umgesetzt. Das heißt, Sie sehen, Stichwort Puffer, dass wenn ein Straßenzustand sich quasi besonders verschlechtert, dass man dann auch eingreifen kann. Und genau deswegen tun wir das. Und ich füge hinzu, das tun wir alleine aufgrund fachlicher Kriterien. Das heißt, es wird eine Bewertungsmatrix an jede Straße angelegt. Und die kennen Sie, diese Bewertungsmatrix. Ich habe sie oft genug vorgetragen. Und wir tun das nicht, wenn man öfter nach einer bestimmten Straße fragt, dass sie dann saniert wird. Das ist nicht Teil der fachlichen Bewertungsmatrix. Vielen Dank, Herr Minister. Zusatzfrage, Tastenabdruck. Sehr geehrter Herr Minister, ich spare Ihnen die zwei Fragen, die ich ja gerade zu der anderen Straße gestellt habe, aber habe zu diesem Straßenprojekt eine Frage, die Sie mit Blick auf die Bewertungsmatrix sicherlich zu erläutern wissen. Spielt bei der Bewertungsmatrix eine Rolle, dass Hilperhausen allein durch diese Landesstraße erreichbar ist? Es ist also die einzige Straße. Herr Minister. Also die Kriterien sind klar. Verkehrssicherheit, Verkehrsbedeutung, Umfeldsituation, Verkehrsqualität und auch Wirtschaftlichkeit. Ich füge hinzu, gerade dann, wenn es die einzige Straße ist, ist eine Sanierung besonders schwierig. Und meine Erfahrung ist, wenn die Straße dann saniert wird, fragt der örtliche Abgeordnete, wie das sein kann, dass der Ort so lange abgeschnitten ist. Das wird bei Ihnen kommen. Ich sage es Ihnen voraus. Danke sehr. Gibt es weitere? Kollege Warnecke, bitte. Ja. Sehr geehrter Minister, wenn ich das richtig verstanden habe, wollen Sie meiner Kollegin Kinkel nahelegen, dann diese Frage zu stellen, die der Fraktion der Grünen angehört. Ist das richtig? Denn ich habe so eine Frage noch nie gestellt. Herr Minister, ist es richtig? Auch die Frau Kinkel fragt mich nach Straßen. Das ist gut so, dass man sich auch, sagen wir mal, um die Ortsdurchfahrt von Wildeck-Hönebach sorgt. Aber auch die kriegt von mir die gleiche Antwort wie alle anderen. Das Gute an diesem Projekt Sanierungsoffensive ist wirklich die Fachlichkeit der Auswahl. Das heißt, der Straßenzustand entscheidet. Danke sehr. Keine weitere Frage. Bevor wir zur Frage 433 kommen, ein kleiner Nachtrag noch zu den runden Geburtstagen. Am 18.12. hatte der Kollege Tobias Eckert seinen 40. Geburtstag. Das wollen wir besonders würdigen. Tobias, alles Gute. So, dann machen wir weiter. 433, Kollege Björn Kaffenberger. Wo ist er? Drück.
Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, wie viele Landesliegenschaften hat sie seit Einrichtung des Digitalministeriums für den Mobilfunkausbau zur Verfügung gestellt? Frau Ministerin, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Kaffenberger, der Ausbau digitaler Infrastruktur in Hessen nimmt für die Landesregierung einen hohen Stellenwert ein. Nur ein engmaschiges Mobilfunknetz stellt eine leistungsstarke und hochwertige Mobilfunkversorgung sicher und ermöglicht flächendeckend gleichwertige Lebensverhältnisse. Die Suche nach geeigneten Standorten verzögert oder blockiert häufig den Mobilfunkausbau. Ein Hindernis liegt nach Auskunft der Mobilfunknetzbetreiber oftmals in einer fehlenden Bereitschaft, Liegenschaften für Antennenstandorte zu vermieten. Das stellt die Mobilfunknetzbetreiber auch für den gestarteten 5G-Rollout in Hessen vor eine große Herausforderung. Die neue 5G-Technik benötigt für eine flächendeckende Abdeckung eine deutlich höhere Anzahl an ortsfesten Sendeanlagen als die bisherige Mobilfunkinfrastruktur. Die Landesregierung hat den Unterstützungsbedarf erkannt und im Rahmen des Mobilfunkpaktes den Mobilfunknetzbetreibern umfassende Informationen über verfügbare Liegenschaften zur Verfügung gestellt. Hierbei unterstützt vor allem der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, LBIH, und steht den Mobilfunkunternehmen als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Mobilfunkanbieter prüfen die Standorte hinsichtlich ihrer Eignung für Mobilfunkanlagen selbst und jeweils nach Bedarf für einen definierten Suchkreis. Insgesamt bestehen mit Mobilfunkunternehmen aktuell 28 Verträge, die von dem LBIH verwaltet werden. Zudem liegen dem LBIH 3 Verlängerungsanfragen für bereits bestehende Verträge vor und für die Installation von neuen Mobilfunkanlagen 4 Neuanfragen. Hessen verfügt bereits über eine sehr gute LTE-Versorgung. Das haben zuletzt die Daten gezeigt, die wir im Rahmen der Pressekonferenz zu 2 Jahren Mobilfunk, Sie waren dabei, präsentieren konnten. Wir haben das Ziel, auch die letzten Funklöcher, insbesondere in ländlichen Gebieten, durch das Mobilfunkförderprogramm zu schließen. Vielen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Weitere Fragen? Nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 434, die Frau Kollegin Heike Hoffmann. Ich frage die Landesregierung, wann plant sie die Beantwortung des Schreibens der Landräte Klaus-Peter Schellers, Klammer auf Darmstadt-Dieburg und Frank Masterske, Odenwaldkreis, zum Thema B38 und B45? Herr Wirtschaftsminister. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, leider wird aus Ihrer Frage nicht deutlich, welches Schreiben Sie genau meinen. Es gibt ein Schreiben der beiden Landräte vom 6. Januar 2020. Hier wird allerdings nur die B45 erwähnt. Dieses Schreiben wurde am 26. März 2020 beantwortet. Ein weiteres Schreiben der beiden Landräte zur B45, B38 und L3097 vom 4. November 2020 ist bei uns im Ministerium am 10. November eingegangen und wurde mit Schreiben vom 14. Dezember 2020 beantwortet. Vielen Dank. Zusatzfrage Eike, bitte. Was ist die Inhalt der Beantwortung dieses Schreibens aus Ihrem Haus? Herr Minister. Welches Schreiben? Noch einmal, frag noch einmal nach, genau. Ich kann Ihnen gerne nachhelfen, das, was Sie eben gerade zitiert haben. Vom 10. November. Also bitte, Minister, jetzt beantworte mal was. Soll ich Ihnen jetzt das Schreiben vorlesen? Das mache ich auch gerne. Es dauert nur ein bisschen. Also Moment mal, Frau Kollegin Hoffmann hat noch das Wort, aber seht mal zu, dass er dann klarkommt, ihr zwei. Ich glaube, dass im Rahmen der parlamentarischen Gepflogenheiten und Beantwortung von mündlichen Fragen hier im Hause eine Zusammenfassung dieses Schreibens sachdienlich wäre. Herr Minister, sachdienlich, bitte. Also, sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich sage es mal so, ich lese Ihnen mal die beiden
letzten Absätze vor. Zur Vorstellung des neuen Bundesstraßenkonzeptes hat Hessen Mobil alle Kommunen am 9. November 2020 angeschrieben und um Terminvereinbarung gebeten. In einzelnen Kommunen wurde das Konzept bereits im Detail vorgestellt, so in Groß-Biebrau am 3. Dezember 2020. Ansprechpartner für das Konzept ist in meinem Haus der Leiter der Abteilung Straßen- und Verkehrswesen, Herr Martin Weber. Bei Hessen Mobil können Sie sich an die Leiterin der Planungsabteilung, Frau Katrin Brückner, wenden. Und das war ja eine Debatte über die Frage, ob die Kommunen in Vorleistung gehen. Und wir haben Ihnen genau gesagt, dass wir den Kommunen schon unser Konzept vorstellen und dass Sie bei weiteren Nachfragen sich an die jeweiligen Abteilungsleiter Straßenbau im Ministerium und die Abteilungsleiterin Planung in Hessen Mobil, bei Hessen Mobil wenden kann. Wie gesagt, Abgang an beide Landräte 14. Dezember. Vielen Dank. Jetzt gibt es eine Zusatzfrage vom Kollegen Dr. Naas. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir sind alle über sozusagen die beiden Seiten, die sich hier gegenüberstehen, irgendwie im Bilde. Deswegen brauchen wir auch jetzt nicht ganze Briefe vorzulesen. Es geht um die Frage, ob am Ende das Konstrukt, was hier die Kreise gewählt haben, mit Blick auf die fehlende Verwaltungskraft auch einzelner Kommunen hier durch das Ministerium unterstützt wird. Und das würde ich den Minister gerne fragen, wie er dazu steht. Herr Minister. Also zuallererst wenden wir uns an die jeweilige Kommune, weil das ist diejenige, also die Gemeinde in dem Fall oder die Stadt. Wenn am Ende die Stadt damit ein Problem hat, und dann wird man über die Frage reden, ob es andere Lösungsmöglichkeiten gibt. Aber die ist erstmal unser allererster Ansprechpartner. Meine Erfahrung ist, je mehr Ebenen damit beteiligt sind, umso schwieriger wird es auch. Und dementsprechend bin ich der Auffassung, dass das jetzt in guten Gesprächen ist. Sie haben gehört, dass in Groß-Biberau, das ist die B38, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 3. Dezember das Konzept bereits im Detail vorgestellt wurde. Und jetzt müssen die Kommunen entscheiden, ob sie das Angebot annehmen oder andere Vorschläge machen. Vielen Dank. Noch eine Zusatzfrage, Dr. Naas. Wie stehen Sie denn zu dem Projekt generell? Sind Sie der Auffassung, dass das ein sinnvolles Projekt ist, der Ausbau der A45? Herr Minister. Also für die A45 müssen Sie sich seit 1. Januar an Herrn Scheuer wenden, beziehungsweise an die Autobahn GmbH. Und ich habe das Projekt ja vorgeschlagen. Dementsprechend können Sie davon ausgehen, dass ich, wenn ich es nicht richtig fände, es auch nicht vorgeschlagen hätte. Vielen Dank, Herr Minister. Eige, du könntest noch eine, wenn du möchtest. Bitte, nein, muss nicht, kann aber, bitte. Nochmal die direkte Frage dazu. Auf die B45 haben Sie eben geantwortet, aber wie stehen Sie zu den Projekten B38, B45? Und die Landkreise haben ja ausdrücklich noch in ihre Initiative, hier in Vorleistung zu gehen, mit den Kommunen wohlgemerkt, auch die Ortsumgehung Escholbrücken mitbenannt. Wie stehen Sie dazu? Unterstützen Sie das? Herr Minister. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, wir haben innerhalb des Ministeriums und mit Hessen Mobil gemeinsam eine Art Dringlichkeitsbewertung gemacht, wie wir mit den Bundesstraßenortsumgehungen umgehen, die im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans sind, aber bisher nicht prioritär bearbeitet werden konnten, und haben dort eine Art Dringlichkeitsreihung gemacht. Und dann sind 10 Projekte ausgewählt worden. Und genau bei diesen 10 Projekten haben wir den jeweils betroffenen Kommunen angeboten, quasi in Vorleistung gegen Kostenersatz der Planung zu gehen mit enger Betreuung von Hessen Mobil. Und genau diese 10 Projekte, das sind ja auch nicht geheim, die habe ich ja auch vorgestellt, unter anderem B38 und B45, die Projekte, genau das, darum haben ja die Landräte mich angeschrieben, wegen genau den Projekten, die ich vorgeschlagen habe. Deswegen muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, ich verstehe nicht, wie Sie mich fragen können, wie ich zur Umsetzung von Projekten stehe, die ich Kommunen zur Umsetzung vorgeschlagen habe. Vielen Dank, Herr Minister. Damit ist Frage 434 erledigt. Dann kommt die Frage 436, die Frau Kollegin Böhm, DIE LINKE.
Ich frage die Landesregierung, befindet sie das Angebot der Kältebusse in Hessen für ausreichend, um die Versorgung von Wohnungs- und obdachlosen Menschen in diesem Winter zu gewährleisten? Vielen Dank, Herr Sozialminister. Verehrte Frau Abgeordnete, in Frankfurt am Main gibt es einen Kältebus des Frankfurter Vereins für soziale Heimstätten, der in der kalten Jahreszeit täglich zwischen 21.30 Uhr und 5 Uhr Sichtungsfahrten durch die Stadt durchführt und Obdachlose mit Schlafsäcken, Decken, Heißgetränken und gegebenenfalls einer Fahrt in eine Unterkunft versorgt. Der Einsatz dieses Kältebusses beginnt erfahrungsgemäß Anfang bis Mitte Oktober. Der genaue Startzeitpunkt ist von Wetter und Temperatur abhängig. Im letzten Jahr ist der Kältebus am 13. Oktober gestartet. Der Kältebus fährt meist bis Mitte, Ende Mai. Das ist von den jeweiligen Nachttemperaturen abhängig. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Kältebus im vergangenen Jahr sogar bis in den Juni gefahren. Über das Angebot der Kältebusse oder anderer geeigneter Maßnahmen entscheiden die Kommunen im Rahmen ihrer Zuständigkeit und der öffentlichen Daseinsvorsorge. Sie reagieren situationsbezogen, entsprechend der Bedürfnisse vor Ort, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration steht über die Hessische Wohnsitzlosenhilfekonferenz in regelmäßigem Kontakt mit den Kommunen und den Trägern. Bislang sind uns keine Versorgungslücken bekannt geworden. Vielen Dank, Herr Minister. Weitere Fragen gibt es nicht. Doch. Dann mach los. Ja, danke schön. Ja, danke für die Antwort. Sie war jetzt noch nicht ganz, was ich gefragt hatte, weil es die Frage war, ob Sie das Angebot ausreichend teilten. Sie haben jetzt von einem Kältebus in Hessen, also in Frankfurt gesprochen, aber Hessen ist ja ein Stück größer und ich glaube, es gibt woanders auch Kältebusse, keine Kältebusse, und aber auch Obdachlose, meine ich. Und die Frage ist natürlich schon, wie schätzen Sie die Situation ein? Sehen Sie die... Meine Damen und Herren, lassen Sie doch mal die Frau Kollegin Böhm. Ich bin noch nicht ganz verkalkt, aber ich höre schon zu, ob eine Frage drin ist. Das war schon im weitesten Sinne eine Frage. Bitte, Frau Kollegin Böhm, Sie haben das Wort. Herr Minister, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Böhm. Ich hatte diese Frage in der Tat beantwortet, nämlich mit der Tatsache, dass wir in einem engen Austausch mit der Hessischen Wohnsitzlosenhilfekonferenz stehen, über diese in regelmäßigem Kontakt mit den Kommunen und den Trägern und uns bisher keine Versorgungslücken bekannt geworden sind. Vielen Dank. Gibt es weitere? Bitte sehr. Drück mal drauf. Ja, vielen Dank. Wie steht die Landesregierung zu der Forderung, auch seitens der Liga ein entsprechendes Hilfeprogramm für Obdach- und Wohnungslose auf Landesebene ins Leben zu rufen? Herr Minister. Sehr geehrte Frau Gnadl, wir haben eine Kurzabfrage ja gemacht zu den Angeboten für wohnungs- und obdachlose Menschen, insbesondere während der Corona-Krise, haben darauf auch mit entsprechenden Hilfsprogrammen aus dem Sofortprogramm reagiert. Insofern können wir derzeit keine Versorgungslücken erkennen. Danke sehr, Kollege Dr. Wilken. Danke, Herr Präsident. Herr Minister, können Sie uns sagen, wie viel Mittel das Land Hessen für die Versorgung und die Hilfe von obdachlosen Menschen in Hessen diesen Winter zur Verfügung gestellt hat? Herr Minister. Diese ganz allgemeine Zahl, Herr Dr. Wilken, kann ich Ihnen jetzt nicht nennen. Was ich Ihnen sagen kann, liefere ich Ihnen aber, wie gesagt, gerne nach, ist, dass wir aufgrund der Pandemiesituation ja im Rahmen des Sondervermögens entsprechende Maßnahmen ergriffen haben. Und auch die kann ich Ihnen gerne dann noch mal beziffern. Aber da das jetzt nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Kältebus steht, sehen Sie mir nach, dass ich die Zahl nicht parat habe. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm.
Noch eine Zusatzfrage, bitte. Dankeschön. Ich hatte ja schon im Ausschuss hatten wir die Diskussion gehabt zu der Unterstützung von Kältebussen, die den Initiativen ja meistens häufig auch ehrenamtliche Leute unterwegs sind und denen die Sozialkaufhäuser fehlen und die Einrichtungen, wo man günstig einkaufen kann. Ist es dazu, haben Sie dazu neue Erkenntnisse bekommen, dass diese es Möglichkeiten gibt, über die Sozialkaufhäuser auch diese ehrenamtlichen Initiativen zu unterstützen? Herr Minister. Frau Abgeordnete, ich habe seit unserer Ausschusssitzung noch keine neuen Erkenntnisse, aber wie ich Ihnen damals zugesagt hatte, haben wir die Hinweise aufgenommen und werden uns mit den Kommunen dazu in Verbindung setzen. Sollte es da einen Handlungsbedarf geben, gehen wir dem auch nach. Vielen Dank. Frage 437, Kollege Gernot Grumbach, SPD. Übernimmst du das? Ja, dann los. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Der Kollege Grumbach hatte mich gerade darum gebeten, ihn kurzfristig zu vertreten. Insofern frage ich die Landesregierung, wie gedenkt sie, die Stelle des Verwaltungsdirektors am Staatstheater Darmstadt zu besetzen? Frau Ministerin für Wissenschaft und Kunst, bitte sehr, Angela. Herzlichen Dank, sehr geehrter Abgeordneter Kaffenberger. Die Stelle des geschäftsführenden Direktors am Staatstheater Darmstadt ist derzeit vakant. Der Stelleninhaber ist an mein Haus abgeordnet. Um das künstlerisch äußerst erfolgreiche Haus auf dieser wichtigen Position kurzfristig wieder zu stärken, hat die Landesregierung im Einvernehmen der Stadt Darmstadt für den Haushalt 2021 eine zusätzliche Direktorenstelle beantragt. Die Ausschreibung soll nach Beschluss kurzfristig erfolgen. Weiteres kann ich Ihnen aus personalrechtlichen Gründen an dieser Stelle nicht mitteilen. Vielen Dank. Weitere Zusatzfrage, Jean, bitte. Ja, vielen Dank zunächst mal, Frau Staatsministerin, für diese Information. Wird es denn zu dem Besetzungsverfahren dann demnächst Neuigkeiten an den Verwaltungsausschuss geben, weil die letzte Sitzung ja ausgefallen ist und vor dem Hintergrund die Frage, ist die denn schon abzusehen, wann die nächste Verwaltungsausschusssitzung geplant ist, also dass sie nachgeholt wird? Frau Ministerin. Tut mir leid, ich habe den Termin nicht im Kopf, aber ich kann das gerne nachreichen. Danke sehr. Zusatzfragen? Keine mehr. Gut. Dann geht es weiter mit 438, Abgeordneter Dr. Stefanas. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie wird sie auf eine schnellstmögliche Einigung bei der Novelle der Straßenverkehrsordnung hinwirken? Herr Wirtschaftsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, der mit Zustimmung des Bundesrates und der Unterschrift von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer verschärfte Bußgeldkatalog im Rahmen einer StVO-Novelle vom 20. April 2020 ist derzeit wegen eines Formfehlers außer Kraft gesetzt. Der Bundesverkehrsminister und die Landesverkehrsminister, ich will das an dieser Stelle mal sagen, von CDU, CSU und FDP, haben dies zum Anlass genommen für eine Abschwächung des Bußgeldkatalogs, den der Bundesrat ja beschlossen und die Bundesregierung auch veröffentlicht hat, beim Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit zu werben und sind damit von der Novelle, die sie selbst noch Anfang des Jahres beschlossen hatten, abgerückt. Die Landesregierung hat sich im Bundesratsverfahren zunächst für eine Beseitigung, für eine alleinige Beseitigung des Formfehlers eingesetzt, um der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers nachzukommen. Dies hat keine Mehrheit im Bundesrat gefunden. Danach hat sich die Landesregierung und ich persönlich sehr dafür eingesetzt, dass wir einen Kompromissvorschlag zur Mehrheit verhelfen, den die damalige Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz eingebracht hat und den das Saarland an dieser Stelle eingebracht hat. Auch das hat leider keine Mehrheit gefunden im Bundesrat. Und dementsprechend sind wir momentan in einer, wenn man das an dieser Stelle so sagen darf, etwas verfahrenen Situation. Der Bundesverkehrsminister hat vor 2 oder 3 Wochen öffentlich angekündigt, dass er einen erneuten Versuch zur Einigung unternehmen möchte. Das habe ich zur Kenntnis genommen und warte, ob da neue Versuche gemacht werden, zu einer Einigung zu kommen. Wir jedenfalls sind bereit, dazu zu verhandeln. Meine Erfahrung ist allerdings, dass
Je näher der Wahltermin der Bundestagswahl kommt, umso schwieriger wird es, eine Einigung herbeizuführen, weil zu einer Einigung gehört ja in aller Regel ein Kompromiss. Vielen Dank. Weitere? Nicht der Fall. Dann kommen wir zu 439, ebenfalls Kollege Dr. Stefan Haas. Bitte sehr, Herr Mann. Vielen Dank, Herr Präsident. Insofern konnte ich mir die Nachfrage sparen, weil die Frage 439 betrifft denselben Komplex. Ich frage die Landesregierung, wie steht sie zum gescheiterten Kompromissvorschlag zum Bußgeldkatalog im Bundesrat? Herr Minister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, das Problem ist, es gibt mehrere Kompromissvorschläge, die allesamt gescheitert sind. Es gab den Kompromissvorschlag, der im Umweltausschuss des Bundesrats eine Mehrheit gefunden hat. Der hat dafür plädiert, den Formfehler im Einleitungsteil der StVO-Novelle, also das Zitiergebot, zu heilen und sie ansonsten unverändert in Kraft zu setzen. Da gab es an dieser Stelle keine Einigkeit am Ende zwischen den unterschiedlichen Farben, wenn ich das mal so nennen darf. Unter anderem haben die drei Länder, die sozusagen FDP-Kollegen im Verkehrsministerium, haben dem nicht zugestimmt, das wissen Sie sicher. Und sozusagen auch die hessische Landesregierung hat sich im Bundesratsplenum enthalten. Es gab den Vorschlag des Verkehrs- und des Innenausschusses, eine andere ergänzte Eingangsformel zu erlassen und Fahrverbote nur bei besonderen Gefahrstellen noch zu machen. Der hat keine Mehrheit gefunden. Und den Vorschlag des Saarlandes, die Schwellen, ab der Fahrverbote erlassen werden, kilometermäßig zu erhöhen, das hat am Ende auch keine Mehrheit gefunden. Das heißt, wir sind in einer verfahrenen Situation an dieser Stelle, weil sozusagen die ursprüngliche Einigkeit, die es mal gab, die ursprüngliche StVO-Novelle wurde ja nach meiner Erinnerung sogar einstimmig oder von 15 Ländern im Bundesrat so beschlossen und auch dann am Ende von der Bundesregierung verkündet, nicht mehr da ist und das Ganze ja aber eigentlich nur deshalb noch zur Diskussion steht, weil das Zitiergebot beim Verordnungsentwurf nicht beachtet wurde und wir deswegen diese Situation haben, dass es eine außer Kraft gesetzte Novelle gibt und dass wir im Prinzip momentan mit einem alten Recht leben. Vielen Dank. Zusatzfrage, Kollege Dr. Naas. Ich will jetzt die Beantwortung hier nicht in Zweifel ziehen. Es war natürlich der letzte Kompromissvorschlag gemeint. Ich will auch da jetzt nicht weiter nachfragen. Aber mich würde interessieren, ob Sie eigentlich nach wie vor die Auffassung vertreten, dass das, was sozusagen gescheitert ist, nämlich der ursprüngliche Entwurf, auch Ihr nach wie vor Favorit wäre. Denn das entnehme ich Ihren Antworten. Herr Minister. Also wir haben ja im April sagen fast einstimmig, auch mit Zustimmung der hessischen Landesregierung, den Ursprungsentwurf beschlossen. In dem war der Formfehler enthalten. Der ist ursprünglich mal vom Bundesverkehrsministerium begangen worden, muss aber ehrlicherweise sagen, der ist auch keinem anderen aufgefallen. Wahrscheinlich, weil er so offensichtlich war, dass alle übersehen haben. Sie kennen das manchmal mit dem berühmten lila Elefanten im Raum. Im Nachhinein fragen sich in 17 Ministerien und im Bundeskanzleramt die Leute, wie man das Zitiergebot übersehen konnte, also die Rechtsgrundlage, auf der man eine Verordnung erlässt. Und aus meiner Sicht ist das Ursprungsziel der Novelle, jetzt muss man an dieser Stelle sagen, das Ursprungsziel der Novelle ist ja ein anderes. Das Ursprungsziel der Novelle ist der besondere und bessere Schutz, vor allem von Fußgängern und Radfahrerinnen und Radfahrern. Und es ist sehr bedauerlich, dass wir da immer noch jetzt in einem solch schwebenden Zustand sind. Die Debatte begann in dem Moment, als
manche erstmals wohl merkten in der Öffentlichkeit, dass damit auch eine Erhöhung der Bußgelder bei Tempoüberschreitungen verbunden sind und eine Reduzierung der Grenze, ab wann es ein Fahrverbot gibt für Autofahrerinnen und Autofahrer bei Geschwindigkeitsverstößen. Und deswegen sage ich, das merken Sie an dem, wie ich hier auch antworte. Ich habe ja auch dazu sozusagen die Kollegin aus dem Saarland, die Kollegin Rehlinger, ausdrücklich ermutigt, an dieser Stelle nochmal einen Kompromiss zu gehen, also ein bisschen aufzuweichen, sage ich jetzt mal, bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen, ab wann dann ein Fahrverbot fällig ist, im Gegenzug auch Bußgelder zu erhöhen. Auch das fand leider am Ende in den unterschiedlichen Gruppen keine Mehrheit, und in der Situation sind wir jetzt. Vielen Dank. Weitere? Ja, Doktor, hast noch eine, bitte. Seien Sie mir nicht böse, Herr Minister, aber es ist wirklich schwer, mal eine einfache Antwort auf eine einfache Frage zu bekommen. Es ist eine politische Frage. Ist Ihnen dieser ursprüngliche Entwurf, über den wir jetzt die ganze Zeit reden, ist Ihnen doch der liebste, ja oder nein, vom Inhalt her? Das ist da gar nicht in Abrede stellen, weil wir in der Politik immer Kompromisse machen wollen. Ich wollte von Ihnen eigentlich eine politische Antwort auf eine einfache Frage. Herr Minister. Mir ist er der Liebste, eine Mehrheit dafür gibt es nicht mehr. Zufrieden? Gut.